Die Corona-Situation in Österreich ist ernst. Und so wie in einer ganzen Reihe von anderen europäischen Staaten erwischt uns gerade eine vierte Welle in voller Härte. Die Zahl der Neuinfektionen ist in Österreich höher, als sie jemals zuvor war seit Beginn der Pandemie. Das liegt zum einen an der deutlich ansteckenden Delta-Variante, zum anderen aber leider auch an dem viel zu niedrigen Quote an Geimpften, die wir in diesem Land haben. Unsere Aufgabe als Bundesregierung ist es, die Menschen in Österreich zu schützen, und das tun wir. Wir kommen dieser Verantwortung nach. Und während die Inzidenz für geimpfte Menschen glücklicherweise rückläufig ist, steigt sie bei den Ungeimpften weiterhin exponentiell an. Derzeit liegt die Inzidenz bei den Ungeimpften in der Altersgruppe von 18 bis 59-Jährigen bei über 1.700. Daher haben wir heute beschlossen, dass ab morgen, Montag, 0 Uhr, in Österreich ein Lockdown für Ungeimpfte gilt. Das bedeutet Ausgangsbeschränkungen für alle ab dem 12. Lebensjahr. Der private Wohnbereich darf nur noch in Ausnahmefällen verlassen werden. Es gilt künftig im Handel 2G, beim Handel, der über die Grundversorgung hinausgeht, also der Besuch von Bekleidungsgeschäften, Sportgeschäften, Möbelhäusern oder anderes ist nicht mehr gestattet. Wir beschleunigen damit als Bundesregierung gemeinsam mit den Landeshauptleuten den gemeinsam entwickelten Stufenplan und ziehen die fünfte Stufe vor. Ich muss ganz offen sagen, wir setzen diesen Schritt nicht leichten Herzens. Aber leider ist er notwendig. Wir haben diesen Schritt angekündigt in den vergangenen Tagen und heute wird er umgesetzt. Klar ist aber auch, das ist die Unterkante der Maßnahmen. Das ist die gemeinsame bundesweite Maßnahme, ein Lockdown für Ungeimpfte von Vorarlberg bis Burgenland. Aber selbstverständlich steht es natürlich den Bundesländern frei, so wie das in der Zwischenzeit auch schon gehandhabt wurde von mehreren, weitere Maßnahmen punktuell zu setzen. Und wir wissen alle, dass das Risiko, dem ungeimpfte Menschen ausgesetzt sind, um ein Vielfaches höher ist in dieser Pandemie. Geimpfte stecken sich um 70% weniger an und sie haben um 95% seltener einen schweren Verlauf. Ich glaube, diese Zahlen sprechen einfach für sich. Wir sehen uns daher gezwungen, diesen einschneidenden, diesen schwierigen Schritt zu setzen, um damit die Kontakte zwischen den Geimpften, den Geschützten unserer Bevölkerung und den Ungeimpften, Ungeschützten, aber auch zwischen den Ungeimpften, Ungeschützten auf ein Minimum zu bringen. Ganz entscheidend ist natürlich auch, dass diese Maßnahmen nicht nur eingehalten werden, sondern dass sie auch ganz klar kontrolliert werden. Der Innenminister wird dazu noch Näheres erläutern. Es wird sehr konsequent kontrolliert werden und es wird auch sehr konsequent sanktioniert werden. Ich will auch jetzt schon den Polizistinnen und Polizisten herzlich danken für den Einsatz, den sie hier leisten. Wie ich gesagt habe, die Inzidenz bei den geimpften Menschen ist glücklicherweise rückläufig. Sie liegt derzeit in der Gruppe der 18- bis 59-Jährigen bei 383. Noch einmal zum Vergleich. Inzidenz bei den Ungeimpften über 1700, bei den Geimpften bei 383. Wir müssen einfach diese Zahlen uns vergegenwärtigen, um zu sehen, da ist ein veritabler Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen. Und um diese Inzidenz weiter zu drücken, brauchen wir, und das wissen wir auch alle, dringend den dritten Stich. Den ersten, zweiten, dritten, aber jetzt vor allem bei denen, die schon sich haben impfen lassen, dringend den dritten Stich. Israel hat das ganz eindrucksvoll vorgemacht. Wenn man in die Welle, in die vierte Welle hinein impft, dann wird diese sofort unterbrochen. Die Zahlen und die Grafiken sind sehr deutlich, wie es dort runtergeht. Und das muss uns auch in Österreich gelingen. Sonst werden wir diesem Teufelskreis nie entkommen. Bitte melden Sie sich da heute noch in Ihrem Bundesland an für die dritte Impfung. Wir können damit das Infektionsrisiko weiter minimieren. Und Sie können, jeder Einzelne von Ihnen, dazu beitragen, dass wir diese vierte Welle brechen. Jeder von uns hat es in der Hand, sich zu schützen. Aber Sie machen es bitte nicht für uns drei, die wir hier stehen, oder für die Politik, sondern Sie machen es für sich selber, für Umfeld, für Ihre Familien, für Ihre Arbeitskollegen, für Ihre Freunde. Und es ist noch nicht zu spät. Bitte geben Sie sich einen Ruck. Und das ist auch etwas, was Sie sich vor Augen halten sollten. Es geht hier auch um eine Unterstützung und Solidarität mit dem medizinischen Personal. Die Menschen im Gesundheitsbereich leisten seit 18 Monaten
Übermenschliches. Und ich möchte auch an dieser Stelle Ihnen ausdrücklich danken für das, was Sie für uns alle leisten, tagtäglich in diesem Kampf und diesem Einsatz. Und ich glaube, es ist daher nicht nur fair, wenn wir unsererseits alles tun, um Ihre Arbeit zu ermöglichen. Und es stimmt mich auch positiv, dass es gelingen kann. Ich bin eigentlich relativ ermutigt von den letzten Tagen. Als wir die 2G-Regel eingeführt haben, hat sich gezeigt, dass plötzlich die Impfbereitschaft in diesem Land maßgeblich zugenommen hat. Plötzlich waren die Impfstraßen wieder gefüllt und es gab Schlangen vor den Impfstraßen. Das ist das, was wir brauchen, aber noch viel mehr davon. Wir müssen die Impfquote raufbringen. Sie ist noch beschämend niedrig. Mit dieser Impfquote wird uns der Ausweg aus der Pandemie nicht gelingen. Mit dieser Impfquote werden wir im Teufelskreis stecken bleiben und zwischen Lockdown-Welle, Lockdown-Welle hin und her lavieren. Das kann nicht unser Ziel sein. Das können wir nicht wollen. Daher bitte noch einmal, helfen Sie uns, brechen wir diese vierte Welle, gehen wir mit voller Kraft rein und zerbrechen wir diesen Teufelskreis, um ihn zu entkommen. Der einzige Weg ist und bleibt die Impfung. Danke sehr. Herzlichen Dank. Herr Gesundheitsminister, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte nicht lange herumreden. Die Dynamik der Pandemie hat zu einer ernsten Lage geführt, sehr ernst. Es ist die Zeit auszusprechen, dass es in den nächsten Wochen Kraftanstrengungen brauchen wird. Ich bin Gesundheitsminister. Meine Aufgabe ist es, unser Gesundheitssystem stabil zu halten. Jeder Mensch in Österreich soll sein Intensivbett bekommen, wenn er es notwendig hat. Ich weiß, dass Sie in der Vergangenheit eventuell gehört haben, dass es vorbei ist. Das haben Sie von mir nie gehört. Ich habe jetzt Überzeugungsarbeit geleistet, dass mehr notwendig ist. Es war ein wichtiger und es war ein richtiger Schritt, dass wir in Oberösterreich und Salzburg diese Woche vorangegangen sind. Auch Wien zeigt, dass es richtig ist, hier mutig und entschlossen zu sein. Ich bin überzeugt, die Menschen verstehen das. Sie wollen geschützt werden. Die vierte Welle trifft uns hart. Wir stehen jetzt vor den 600 Einheiten Auslastung auf den Intensivstationen. Das heißt, die Experten sagen uns einhellig, was wir jetzt brauchen, sind effektive Maßnahmen. Deshalb als Sofortmaßnahme der Lockdown für Ungeimpfte. Dieser tritt in der Nacht von heute auf morgen bundesweit in Kraft. Es ist gelungen, die fünfte Stufe vorzuziehen. Das ist wichtig. Doch als Gesundheitsminister, der auf die Intensivstationen schauen muss, der auf das überlastete Gesundheitspersonal schauen muss, sage ich, wenn sich die Dynamik so fortsetzt, werden wir weitere Maßnahmen benötigen. Also helfen wir alle mit, dass sie nicht eintritt. Wir haben das heute offen, sehr offen mit den Landeshauptleuten diskutiert. Wir werden in den nächsten Tagen Gespräche führen müssen über mögliche weitere Maßnahmen, weil es angesichts der jetzigen Dynamik notwendig ist. Was wir erreichen konnten, darüber bin ich sehr froh, ist ein entschlossenes Vorziehen der Stufe 5 des Stufenplans. Ab Montag, 15. November, gilt Folgendes. Ausgangsbeschränkungen ganztägig für Personen, die weder geimpft noch genesen sind. Kinder bis zum 12. Lebensjahr sind von den Beschränkungen ausgenommen. Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte gilt auch für die Betriebsstätten des nicht lebensnotwendigen Handels und zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen, gilt für Betriebsstätten des Gastgewerbes und für Sportstätten. Die Ausnahmegründe zum Verlassen der Wohnung für Ungeimpfte sind bereits bekannt. Abwendung von Gefahr für Leib und Leben und vom Eigentum, Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse, natürlich für berufliche Zwecke und Ausbildungszwecke, auch der Aufenthalt im Freien zur körperlichen und psychischen Erholung, auch für unaufschiebbare behördliche und gerichtliche Wege. Die Verordnung wird heute nach dem Hauptausschuss von mir erlassen werden. Sie tritt dann in der Nacht von Sonntag auf Montag, also von heute auf morgen in Kraft. Sie ist mit 10 Tagen befristet. Dann ist für eine Verlängerung wiederum der Hauptausschuss des Nationalrats notwendig. Damit das auch gut funktioniert, verstärken wir die Kontrollen.
im Zuge jeder polizeilichen Amtshandlung, zum Beispiel Verkehrskontrollen, wird die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts außerhalb des privaten Wohnbereichs für nicht geimpfte, nicht geschützte Menschen kontrolliert. Es gilt weiterhin, der Bund definiert die Mindeststandards und regional in den Bundesländern können strengere Regeln erlassen werden. Unser einziger Weg aus der Pandemie allerdings ist und bleibt die Impfung. Wir wissen, dass die Impfung wirkt. Sie schützt uns selber, sie schützt aber auch unser Umfeld. Die Chance, sich zu infizieren, ist für Geimpfte geringer. Noch geringer ist die Chance, wegen Corona im Krankenhaus zu landen. Und wirklich gering ist die Chance, wegen Corona für Geimpfte auf der Intensivstation zu landen. Eine gute Nachricht, die Impfquoten gehen raus. Es gibt wieder einen sehr großen Andrang zu den Impfstraßen. Wir haben die Impfquote seit Ankündigung der 3G-Regelung am Arbeitsplatz und 2G in vielen Bereichen vervierfacht. Die Maßnahmen zeigen also Wirkung. Jetzt müssen wir gemeinsam schauen, dass wir gut durch die vierte Welle kommen. Halten Sie bitte die Basismaßnahmen ein, halten Sie Abstand, tragen Sie Maske, waschen Sie sich die Hände und reduzieren Sie soweit möglich Kontakte. Holen Sie sich bitte Ihre dritte Impfung und vor allem, wenn Sie noch nicht geimpft sind, machen Sie sich gleich heute einen Termin aus. Dankeschön. Herr Innenminister, bitte. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Lage ist tatsächlich so ernst, dass es sich die Bundesregierung mit den Expertinnen und Experten nicht einfach gemacht hat, so eine doch auch weitreichende Entscheidung zu treffen, nämlich den Lockdown für Ungeimpfte. Die Polizei hat in der Phase der Pandemie bewiesen, dass sie auf der einen Seite ein starker und enger und vertrauensvoller Partner der Gesundheitsbehörden ist und auf der anderen Seite der Partner für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, die Menschen, die in Österreich leben. Genau das gilt es jetzt wieder neu, in einer neuen Art und Weise aufleben zu lassen durch ein engmaschiges Netz an Kontrollen. Denn der Lockdown für Ungeimpfte ist kein Selbstzweck, ist keine Empfehlung, sondern es ist ganz klar eine Anordnung, die nur dann Wirkung zeigt, wenn sie auch dementsprechend kontrolliert wird. Sie haben in den letzten Tagen immer wieder die Diskussion im Vorfeld dieses heutigen Beschlusses gehört, wie kann denn das überhaupt umzusetzen sein? Nun, schon seit geraumer Zeit hat der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit den Auftrag von mir erhalten, Vorbereitungsmaßnahmen zu setzen, gemeinsam mit den Landespolizeidirektionen in ganz Österreich. Darauf wurde ein Konzept ausgearbeitet, das ein noch nie in diesem Umfang dagewesenes Kontrollieren ermöglichen wird. Warum? Ab morgen muss jede Bürgerin, jeder Bürger, jeder Mensch, der in Österreich lebt, sich klar sein, dass er von der Polizei kontrolliert werden kann. Denn wir werden in all unseren Kontrollmaßnahmen, die wir polizeilich durchzuführen haben, auch den 2G-Status kontrollieren, auch den Grund des Betretens des öffentlichen Raumes kontrollieren. Darüber hinaus wird es pro Bezirk 2 zusätzliche Streifen geben, die sich ausschließlich mit dieser Kontrolle beschäftigen. Und darüber hinaus werden wir unsere Schwerpunktkontrollen, durchgeführt von den mittlerweile in allen Bundesländern aufgestellten Bereitschaftseinheiten, in Zusammenwirken mit den Landeskriminalämtern weiter verstärken, weiter ausrollen, um auch hier besonders Schwerpunkte zu setzen in der Betrugsbekämpfung, dann, wenn mit Zertifikaten gehandelt wird, wenn Schindluder getrieben wird mit der Sicherheit und der Gesundheit der Menschen. Aber auch hier ein ganz offenes Wort. Kein Polizist und keine Polizistin reißt sich um diesen Job gerade. Das ist eine mehr als fordernde dienstliche Belastung. Ein großes Danke an die Polizistinnen und Polizisten, die jetzt seit Monaten im Dienste auch der Gesundheitsbehörden diese Tätigkeit ausüben. Sie machen das genauso, wie es gehört, mit
Verhältnismäßigkeit mit Augenmaß. Wir leben auch jetzt bei diesen Kontrollen die 3D-Philosophie der Polizei. Das heißt in erster Linie Dialog, in zweiter Linie Deeskalation und in dritter Linie, wenn gar nichts hilft, klares Durchgreifen. Der Dienst, das habe ich schon angeführt, ist schwierig, aber er ist eben auch schwierig, das haben wir auch gerade gehört, für alle, die in den Gesundheitsberufen arbeiten. Es ist ein Mühsal für die Menschen an sich, weil das Coronavirus uns schon viel zu lange quält. Aber wenn es uns jetzt gelingt, diese Maßnahmen nachhaltig umzusetzen, wenn es uns gelingt, und ich kann dazu nur appellieren, dass wir die Impfquote deutlich erhöhen und die Zeichen stehen zumindest jetzt in eine gute Richtung, dass uns das gelingen kann, dann haben wir eine Chance, nachhaltig uns so zu schützen, dass die Pandemie nicht weiter ständig einen Einfluss hat auf unser Leben. Ich appelliere an alle Ungeimpften, die Maßnahmen dementsprechend umzusetzen. Und ich komme jetzt gleich einer Frage voraus, die Sie sicher stellen werden, weil wir begegnen uns ja auch schon in Wahrheit viel zu lange in Pressekonferenzen, immer wenn es um das Coronavirus geht. Sie sehen die Ernsthaftigkeit der Situation, dass ich auch als Innenminister wieder bei einer Pressekonferenz der Regierung zu diesem Thema dabei bin. Die Frage wird lauten, gilt denn das auch im privaten Raum? Und da gibt es die gleiche Antwort wie immer in dieser Pandemie. Wir kontrollieren den öffentlichen Raum. Diese Maßnahmen sind kein Selbstzweck, sondern dienen der Gesundheit der Menschen, der Geimpften wie der Ungeimpften. Deswegen ist es sinnvoll, richtig und wichtig, diese Maßnahmen auch im privaten Bereich umzusetzen. Auch wenn die Polizei nicht in die eigenen vier Wände kann, ja. Denn es ist eben kein Selbstzweck, diese Anordnung, sondern es dient dem Schutz der Menschen. Daher ist jeder und jede gut beraten daran, gerade auch in den eigenen vier Wänden, sich an diese Maßnahmen zu halten. Ich bin felsenfest davon überzeugt, so wie es die Bundesregierung auch heute bewiesen hat, wir auf der politischen Seite in Partnerschaft mit den Österreicherinnen und Österreichern und Menschen, die in Österreich leben, dass wir, wenn wir jetzt den Schulterschluss wieder wagen, dass wenn wir jetzt die Menschen dazu bringen, sich noch weiter impfen zu lassen, dass die Menschen jetzt dazu gebracht werden, sich auch den dritten Stich in Empfehlung der Gesundheitsbehörden verabreichen zu lassen, dass wir eine nachhaltige Chance haben, zu der Normalität zurückzukehren. Es braucht jetzt die Anstrengung, es braucht die Eigenverantwortung. Ich habe in vielen Berichten gelesen, man kann nicht immer nur über die Eigenverantwortung sprechen, die ist jetzt irgendwie schon zu Tode geritten. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Jetzt eigenverantwortlich handeln heißt eben auch, die Pandemie nachhaltig zu bekämpfen. Herzlichen Dank. Frau Striebel, bitte in der ersten Reihe. Herr Bundeskanzler Schallenberg, die Virologinnen und Virologen in Österreich, die Ärztinnen und Ärzte haben eigentlich strengere Maßnahmen gefordert, einen Lockdown für alle. Sie sind weiter der Meinung, ein Lockdown kann es nur für Ungeimpfte geben, nicht für Geimpfte oder Genesene. Ist das angesichts dieser Zahlen, die wir derzeit haben, in Österreich zu halten? Und an den Herrn Gesundheitsminister, Sie haben gesagt, es wird über weitere Maßnahmen beraten. Warum haben Sie sich da heute nicht durchsetzen können und zum Beispiel FFP2-Maskenpflicht ausweiten? Beziehungsweise Aufruf zum Homeoffice, das haben wir jetzt nicht gehört. Welche Maßnahmen sind das? Und an den Herrn Nehammer, die Handelsangestellten werden sich sicher fragen, wie, wenn ich morgen ins Geschäft gehe, wie muss ich die Kundschaft kontrollieren? Wahrscheinlich die Polizei, aber was sind da die Regeln? Vielleicht vorab von meiner Seite, es geht hier nicht um Durchsetzen oder Nicht-Durchsetzen. Wir haben einen gemeinsamen Beschluss mit den neuen Landeshauptleuten, den kommunizieren wir gemeinsam. Und ganz offen, wenn Sie nur, ich weiß nicht, ob das die Zuschauer zu Hause hören, wenn Sie Geräuschkulisse hören von den Demonstrationen, die vor dem Bundeskanzleramt gerade stattfinden, von den Ungeschützten und Ungeimpften, dann zeigt es wohl, dass die Maßnahme, die wir heute verordnen, recht einschneidend ist. Aber ja, die Experten sind immer Teil unserer Beratung. Es gibt einen laufenden Diskurs im Gesundheitsministerium, im Bundeskanzleramt. Und ich glaube, wir sind uns allen bewusst, dass wir die Situation natürlich weiter beobachten, dass wir dort, wie der Gesundheitsminister es auch gesagt hat, eventuell nachschärfen müssen, wenn es notwendig ist. Aber wir sind doch alle einer Meinung, der Fokus ist jetzt einmal die Impfquote raufbringen. Das ist das einzige Exit-Ticket, das wir haben. Und wir müssen entsprechende Druckkulissen schaffen, wir müssen entsprechende Anreize schaffen. Und aus meiner Warte muss man sich schon überlegen, wie weit man hier die Personen, die in den letzten Monaten alles richtig gemacht haben, wenn man so will, in Anführungszeichen, jetzt über den gleichen Kamm schert. Momentan glauben wir, da die Inzidenzen bei den Geimpften runtergehen, bei den Ungeimpften rausgehen, ist es legitim, dass wir sagen, wir legen den Fokus und den Druck auf die Ungeimpften, in der Hoffnung auch die Impfquote raufzubringen.
Wir haben heute sehr offene Gespräche geführt mit den Bundesländern. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir die Stufe 5 des Stufenplans vorziehen. Ich glaube, das ist doch eine Maßnahme, die dramatisch ist, die zeigt, dass wir alle miteinander ein Ziel haben. Die Bundesregierung, die Bundesländer, aber auch jeder Österreicher und jede Österreicherin. Und das ist, unser Gesundheitssystem zu schützen und die Versorgung sicherzustellen. Und das war auch heute bei den Gesprächen Konsens. Wir haben mehrere Maßnahmen getroffen. Wir haben die 2G-Regelung eingeführt. Wir haben die 3G-Regelung am Arbeitsplatz eingeführt. Wir haben jetzt eine steigende Impfquote, eine Vervierfachung der Impfungen seit Ankündigung der 3G am Arbeitsplatz-Regelung. Wir werden mit den Bundesländern weiter, so wie wir das in den letzten Wochen und Monaten auch gemacht haben, die Gespräche führen. Und das ist jetzt der weitere Plan. Zu der Frage, was heißt das auch für den Handel? Für den Handel verändert sich nichts, bis auf die Tatsache, dass die Polizei intensiv kontrolliert wird, auch beim Handel, auch bei den Kundinnen und Kunden, die ein Geschäftslokal betreten oder auch verlassen, ob sie dazu berechtigt sind oder nicht. Das ist das eine. Und vielleicht auch zur Verstärkung ausgedrückt, die Gesundheitsbehörden haben eine Strafsanktionierung vorgesehen, die deutlich und spürbar ist, wenn man sich nicht an diese Maßnahmen hält. Also nur wenige Beispiele. Wenn Sie nicht mitwirken an diesen Kontrollen, drohen Ihnen Strafen bis zu 1.450 Euro. Wenn Sie gegen die 2G-Regel verstoßen, dann trifft es für Kundinnen und Kunden bis 500 Euro und für den Betreiber bis zu 3.600 Euro. Genauso gilt es auch Verstoß gegen die 3G-Regel am Arbeitsplatz. Auch hier gibt es eine Strafsanktion für den Arbeitnehmer mit 500 Euro und für den Arbeitgeber mit 3.600 Euro. Das zeigt, dass die Gesundheitsbehörden diese Anordnungen mit der notwendigen Ernsthaftigkeit versehen, dass man sich tatsächlich daran zu halten hat. Und gestatten Sie mir bitte noch etwas, weil es jetzt auftaucht auch in den sozialen Netzwerken und wahrscheinlich viele, die da draußen gerade demonstrieren, ihre Informationen aus verschiedenen Gruppen in sozialen Netzwerken erhalten. Wir werden von der Polizei alles dazu beitragen, um sogenannte Fake News und Falschmeldungen rasch als möglichst aufzuklären. In den sozialen Medien, vor allem in diesen eigenen Gruppen, in diesen eigenen Echokammern der Coronavirus-Leugner, geht gerade ein Video umher, wo man sieht, dass es einen Vega-Einsatz gibt, also der Spezialeinheit in Wien. Und es wird von den Corona-Leugnern damit verknüpft, dass das wegen einer Covid-Kontrolle passiert sei. Das ist falsch. Es handelt sich um einen Vega-Einsatz aufgrund einer besonders gefährlichen Situation vor Ort für die Einsatzbeamten. Immer nur dann kommen auch die Spezialeinheiten tatsächlich zum Einsatz. Das heißt, es wird in der nächsten Zeit, davon gehe ich aus, nach unserer Pressekonferenz heute, auch wieder eine Vielzahl von Falschmeldungen geben. Meine Bitte ist, immer wieder auch Rücksprache zu halten mit den Landespolizeidirektionen und da in einem engen Austausch zu sein. Wir werden uns bemühen, rasch diese Fake News aufklären zu können, weil eines muss klar sein, es geht nicht darum, die Menschen in irgendeiner Form zu bestrafen, sondern es geht darum, jetzt den Ausbruch und die Verbreitung der Pandemie weiter einzuschränken. Deshalb diese Maßnahmen, deswegen die Umsetzung und deswegen das umsichtige Vorgehen der Polizistinnen und Polizisten. Frau Malle, bitte. Danke. Jetzt sagen die Expertinnen, Ärztekammer heute, Corona-Ampel-Kommission, das reicht nicht. Der Bundespräsident hat Ihnen gestern öffentlich ausgerichtet, Sie sollen auf die Expertinnen hören, auch auf das Expertenpapier von gestern. Auf welcher Grundlage kommen die Maßnahmen jetzt? Auf welcher wissenschaftlichen Grundlage? Das ist die erste Frage. Zweitens, Herr Anschober hat heute schon plädiert, Ihr Vorgänger, Herr Mückstein, für einen Lockdown für alle in Oberösterreich und Salzburg. Schließen Sie sich dem an? War das heute Thema? Und fortführend, was sind jetzt die Parameter für Stufe 6, falls es eine geben sollte, für einen Lockdown für alle? Wir haben alle ein gemeinsames Ziel, das ist, unsere Intensivstationen zu schützen. Ich bin als Gesundheitsminister dafür verantwortlich, dass die gesundheitliche Versorgung sichergestellt ist und dass jeder, der das braucht, auch ein Intensivbett bekommt. Wir haben eine Reihe von Maßnahmen gemacht. Wir haben 2G gemacht, wir haben 3G am Arbeitsplatz gemacht und wir haben heute uns verständigt in der Bundesregierung, dass wir die Stufe 5 des Stufenplans vorziehen.
Wir werden weiter Gespräche führen mit den Bundesländern. Ziel ist, und das ist ein gemeinsames Ziel, eine Kontaktreduktion von 30% zu erreichen. Das ist laut Experten notwendig. Diese Gespräche werden geführt. Wir haben heute sehr offene, sehr gute Gespräche gehabt. Es bleibt dabei, dass der Bund die Unterkante vorgibt. Wir haben 5 Stufen des Stufenplans gehabt. Wir haben jetzt 5 Stufen gemacht. Wir haben die gemeinsam gemacht. Wir haben sie gemeinsam mit Experten besprochen. Wir haben sie gemeinsam mit den Bundesländern besprochen. Und auch die nächsten Schritte werden wir gemeinsam setzen. Die Frage war ja nach der wissenschaftlichen Evidenz, welche die Grundlage sein sollte jetzt für die Maßnahmen, wenn die Expertinnen sagen, das reicht nicht. Nach welcher Evidenz handeln Sie da? Und die Frage war, schließen Sie sich den Forderungen vom Herrn Anschuer an? Wir brauchen Maßnahmen, die klar sind, die einhaltbar sind. Wir haben eine Situation, wo wir Kontaktbeschränkungen diskutieren. Das ist wichtig, das ist auch mir wichtig, das haben wir auch heute gemacht. Und wir werden hier weitere Gespräche führen. Heute haben wir beschlossen, die Stufe 5 vorzuziehen. Das ist ein Lockdown für Ungeimpfte mit den bekannten Ausnahmen. Auch das wird natürlich dazu führen, dass Kontakte reduziert werden. Wir müssen jetzt die Ungeschützten, die Nicht-Geimpften besonders schützen. Wir müssen schauen, dass möglichst wenig Kontakt aber auch zwischen den Geimpften stattfindet, weil wir wissen, dass auch hier Übertragungen stattfinden. Es bleibt, und das war, hat sich auch nicht geändert, so, dass wenn man geimpft ist, zu 90% nicht ins Krankenhaus kommt, zu 94% nicht auf die Intensivstation kommt. Aber was wir wissen ist, dass auch Geimpfte übertragen können in einem kürzeren Zeitraum mit einer niedrigeren Virenlast. Deswegen auch mein Appell an die Menschen, bitte halten Sie Abstand, setzen Sie sich eine Maske auf, helfen Sie mit. Der Lockdown für Oberösterreich und Salzburg war heute kein Thema. Vielleicht nur ergänzend von meiner Seite. Ich habe es ja vorher versucht zu erklären. Wir haben Inzidenzen bei den Geimpften, die runtergehen momentan glücklicherweise. Wir haben Inzidenzen, die weit höher sind bei den Ungeimpften, bei den Geimpften. Verzeihung, bei den Ungeimpften, dass ich nicht durcheinander komme. Also Inzidenzen bei den Geimpften gehen runter, Inzidenzen bei den Ungeimpften gehen exponentiell rauf. Was wir jetzt gemacht haben in Wirklichkeit, wenn man sich anschaut, was die Impfquote ist in diesem Land, wir haben in Wirklichkeit 1/3 gesagt der Bevölkerung, ihr werdet die Wohnung nicht mehr verlassen, außer in gewissen Ausnahmegründen. Das ist eine massive Kontaktbeschränkung in Wirklichkeit zwischen Geimpften und Ungeimpften. Das ist der Wesentliche. Die wesentlichen Träger des Virus sind die Ungeimpften. Natürlich können Geimpfte auch den Virus tragen und dann weitergeben, aber wie wir gehört haben, über 90% Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht in den Intensivstationen landen. Das ist ein wesentlicher Faktor. Das ist evidenzbasiert. Und wir haben jetzt ja gesehen, schon mit 2G und 3G, dass das massive Auswirkungen hat, dass die Menschen darauf reagieren, dass die Menschen rezeptiv sind, dass die Impfstraßen sich wieder füllen. Und noch einmal, das Ziel, das uns alle eint, ist ganz klar, die Impfquote nach vorne bringen. Und das ist das wesentliche Ziel. Und ich glaube, dass wir mit der heutigen Maßnahme, die wir gemeinsam beschlossen haben, einen weiteren ganz starken Anreiz schaffen, um es so zu formulieren, dass die Menschen noch wirklich jetzt impfen gehen. Gut, Servus TV hatte dann eine Frage. Ich hätte 2 Fragen an den Bundeskanzler. Zum einen, eine große Gruppe, die da jetzt ausgeschlossen wird, sind die 12- bis 18-Jährigen. Die haben Sie jetzt in der Inzidenz nicht angesprochen. Da sind viele noch nicht geimpft. Ist das der Sinn der Sache, dass man da auch mehr Druck auf die Jüngeren ausbauen möchte? Und die 2. Frage, in den Bundesländern stehen wir ein bisschen vor einem Testchaos. In Salzburg zum Beispiel sind bis Montag, Dienstag keine PCR-Tests möglich, außer die behördlich angeordneten. Auch in anderen Bundesländern gibt es das schon so. Wie ist da jetzt die Situation? Also zum Beispiel für manche Arbeitsplätze braucht man ja den PCR-Test zusätzlich. Manche sind noch nicht geimpft. Drohen da den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen trotzdem die Konsequenzen? Also die Situation, was PCR-Tests betrifft, war tatsächlich Thema unserer Besprechung in Landeshauptleuten. Und ja, es gibt ein gemeinsames Bemühen, dass wir hier die Kapazitäten ausbreiten, dass wir die Testmöglichkeiten ausbreiten. Aber vielleicht kann der Gesundheitsminister noch mehr dazu sagen. Zu der Frage, die Sie angesprochen haben, sozusagen die Kinder oder halt über 12-Jährigen. Wir wollen alle in Wirklichkeit dazu bringen, dass sich impfen. Und man hat ja in der Zwischenzeit ja schon Staaten, die bei viel früher beginnen, sozusagen off-label. Ich glaube, dass wir uns bewusst sein müssen, dass auch
junge Menschen Träger sein können, junge Menschen den Virus weitergeben können und dass daher auch sie einen Schutz brauchen, auch wenn prozentuell gesehen der schwere Verlauf oder Anteil jener mit schweren Verlauf bei ihnen weit geringer ist. Und das wissen wir seit Beginn der Pandemie. Aber ich will jetzt nicht sozusagen von einem Zwang reden, sondern ich rede in Wirklichkeit von einem starken Anreiz, sich impfen zu gehen. Die Impfung ist in diesem Land freiwillig, aber wir haben es jeder von uns selber in der Hand, sich zu schützen und sein Umfeld. Zu den PCR-Tests. Diese werden durch die Bundesländer organisiert. Wir haben Ende August die Teststrategie umgestellt, weg von den Antigentests hin zu den PCR-Tests. Das ist für einige Bundesländer durchaus eine Herausforderung. Wir haben jetzt die Situation, dass bei einer Positivrate, die steigt durch die hohen Zahlen, immer mehr Pools aufgelöst werden müssen. Das heißt, man testet 5 auf einmal und das war bei niedrigen Zahlen in Ordnung, das war negativ. Jetzt muss man, wenn diese 5 oder wenn einer der 5 positiv ist, alle Tests noch einmal machen. Und das ist natürlich eine Zunahme der Testkapazitäten, die erforderlich ist. Wir unterstützen hier maximal die Bundesländer. Wir haben damit schon vor mehreren Wochen begonnen. Hier gibt es laufende Gespräche und das wird maximal gemacht von meinem Haus. Gut, Herr Bartruel hat eine Frage. Eine Frage, Herr Gesundheitsminister, zu den 12- bis 14-Jährigen als erstes. Die NEOs fordern ja, dass das erst für alle ab 14 gelten soll, da die 12- bis 14-Jährigen ja nicht entscheiden können, ob sie sich impfen lassen oder nicht. Das hängt ja von den Eltern ab am Ende des Tages und dass sozusagen unverschuldet eigentlich sich vielleicht nicht impfen lassen können. Warum die Entscheidung ab 12 als erste Frage? Dann als zweite Frage auch, Herr Bundeskanzler, vielleicht die Schulen. Die Inzidenz bei den Jungen ist extrem hoch. Schließen Sie aus momentan, dass die Schulen wieder geschlossen werden? Wie soll es da konkret weitergehen? Und als kurze Frage noch, der Herr Schützenhöfer hat die Idee einer Volksabstimmung über eine Impfpflicht die letzten Tage aufs Paket gebracht. Schließen Sie eine Impfpflicht nach wie vor aus oder ist das was, über das man jetzt mittlerweile doch nachdenken muss in weiteren Bereichen wie dem Gesundheitspersonal? Danke. Also vielleicht zum Beginn ich von hinten. Impfpflicht ist ein Thema, war auch heute ein Thema. Und der Gesundheitsminister hat ja da angekündigt, dass es da Schritte geben wird und einen entsprechenden Entwurf geben wird. Das ist natürlich auch aus Materie nicht ganz unheikel. Man muss sich jetzt überlegen, Ausnahmebestimmungen und Übergangsregelungen. Da ging es um den Gesundheitsbereich. Also ich glaube, das Thema ist auf jeden Fall auf dem Tisch. Ganz offen, eine Impfpflicht als solches für die gesamte Bundesbevölkerung sehe ich nicht. Wir haben auch keine Wahlpflicht. Also das ist etwas, wo wir deswegen appellieren an die Vernunft der Menschen, dass sie die Möglichkeit nützen, sich und ihr Umfeld zu schützen. Das ist aber am Ende des Tages eine freie Entscheidung von uns allen und das wird auch so bleiben. Ganz kurz zur Schule. Lockdown betrifft für Ungeimpfte betrifft die Schulen nicht, denn in Schulen geht es so weiter wie bisher mit dreimal wöchentlichen Testungen und Masken ab der Oberstufe. Das sind die wesentlichen Parameter. Also der Lockdown betrifft die Schulen nicht. Da der Herr ganz hinten hat noch eine kurze Frage. Möse Neder von der Tageszeitung Der Standard. Herr Bundeskanzler, Sie haben es selber gesagt, ein Drittel der Bevölkerung darf nur noch in die Arbeit und zum Spazieren, zur Erholung nach draußen. Das bedeutet ja gleichzeitig, dass Unternehmen ein Drittel ihrer Kundschaft verlieren. Bekommen die irgendwelche Entschädigungen, Gastronomen oder Einzelhandelsgeschäfte? Es gibt ja seit, ich glaube, es waren noch Fragen dann unbeantwortet, kann man nachher noch aufgreifen, aber es gibt bis Jahresende gibt es eine Reihe von Punkten, die ja weitergehen. Das ist der Verlustersatz, die Garantie hin, die Mehrwertsteuersenkungen. Und der Finanzminister hat ja auch angekündigt, dass er sich die Situation genau anschauen wird und schauen wird, was sollte verlängert werden, was für Maßnahmen sind sinnvoll in diesem Zusammenhang. Aber wir haben ja schon die 2G-Regelung. Also in Wirklichkeit gilt das bereits. Und ganz offen, und das sage ich auch zum Beispiel, weil das Thema war, Deutschland sozusagen verhängt die 2G-Regelung. Jemand, der nicht 2G hat, der muss Quarantäne haben beim Nachhausegehen. Das ist eine parallele Situation. Bitte, wir wollen doch einen sicheren Winter.
Wir wollen doch selber nicht auf unseren Pisten oder in den Lokalen oder in den Geschäften Menschen, die ungeschützt sind und vielleicht auch noch ohne Maske rumgehen und sich weigern. Es geht um unser aller Gesundheit. Und ich habe am Anfang gesagt, wir haben diesen Schritt nicht leichten Herzens gemacht. Das ist für eine Regierung kein angenehmer, kein leichter Schritt, so etwas zu machen und zu sagen, dass wir circa ein Drittel der Bevölkerung daran hindern, rauszugehen, dass wir auch diese Unterscheidung machen müssen. Das ist uns sicher nicht leicht gefallen und das möchte ich nur, dass man das versteht. Aber ich sehe mich leider Gottes gezwungen, weil wir haben eine beschämend niedrige Impfquote und wir werden mit dieser Quote nicht den Teufelskreis dieser Pandemie durchbrechen können. Zur Frage Kinder unter 12 Jahren. Wir haben werden am 24. November die Zulassung für die Kinderimpfungen unter 12 Jahren von der Europäischen Arzneimittelbehörde bekommen. Zeitgleich wird auch das NIC diese Impfung empfehlen mit den entsprechenden Anwendungsempfehlungen. Jetzt ist die Grenze 12 Jahre, darunter kann man nicht geimpft werden, gibt es noch keine klare Empfehlung dafür. Wichtig ist mir in dem Zusammenhang, dass wir jedenfalls bei Menschen, die mit AstraZeneca geimpft worden sind, und das waren die, die am Anfang geimpft worden sind, weil da haben wir diesen Impfstoff gehabt, jedenfalls 4 Monate nach dem zweiten Stich bereits eine Auffrischung bekommen sollen. Das ist wichtig. Das nationale Impfgremium trifft die Entscheidungen aufgrund wissenschaftlicher Evidenzen. Der nächste Schritt, das ist, glaube ich, sehr wichtig und erfreulich, ab 24.11. wird in Europa die Impfung auch unter 12 Jahre möglich sein. Gut, dann noch hier zwei Fragen und dann wechseln wir auf die andere Seite. Eine Frage noch an den Innenminister. Wie genau wird denn kontrolliert? Was passiert, wenn man den Impfnachweis bei einer Kontrolle nicht dabei hat? Wird man dann auch bestraft, beziehungsweise wenn man diese Kontrolle vielleicht verweigert? Also wir haben derzeit jetzt schon an die 15.000 Kontrollen durchgeführt. Und das Ziel ist immer, wenn Kooperationsbereitschaft vorhanden ist, dass man abmahnt. Dort, wo Uneinsichtigkeit herrscht, wird angezeigt oder gleich gestraft. Nach diesem System geht die Polizei vor, in Verhältnismäßigkeit, mit Augenmaß, aber mit Klarheit, dass, wie gesagt, die Verordnungen, die jetzt erlassen werden, kein Selbstzweck sind, sondern tatsächlich auch umgesetzt werden müssen. Gut, hier noch. Die Frage geht, wie hören das Wort Experten? Ja? Können Sie bitte die alle Experten benennen? Danke, Gesundheitsminister. Ich bin in der glücklichen Lage, von Experten regelmäßig beraten zu werden. Das ist die Corona-Kommission zum einen, das ist das Prognosekonsortium. Aber das sind natürlich viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wirklich 24 Stunden zur Verfügung stehen, die das in der Regel auch unentgeltlich machen. Auch das nationale Impfgremium übrigens, die Expertinnen und Experten bekommen dafür nichts bezahlt, sondern die stellen der Allgemeinheit ihr Wissen und ihre Expertise zur Verfügung. Die Listen sind online, wer dort drin sitzt, das ist die Creme de la Creme der österreichischen Wissenschaft. Kann ich den Namen wissen, bitte? Die sind nicht bezahlt, oder? Nein, die sind nicht bezahlt, das habe ich gerade gesagt, die sind nicht bezahlt. Sie können die gesamte Liste auf der Sozialministeriums Homepage einsehen. Ich glaube, da drüben war noch eine Frage, genau. Herr Gesundheitsminister, ich wollte noch mal fragen, auch wegen der Experten, weil Sie eben diese neue Verordnung als wenig sinnvoll bezeichnen, es als Zeitverlust auch ansehen. Sie haben das jetzt für die nächsten 10 Tage verordnet. Wie sicher kann man sich denn sein, dass in den nächsten 10 Tagen nicht noch einmal eine Verschärfung, also ein echter Lockdown für alle kommt? Wartet man die 10 Tage tatsächlich ab, beziehungsweise wie hoch muss die Inzidenz rauf, dass es einen echten Lockdown gibt? Und noch eine Frage auch an Sie, Herr Innenminister, bitte, weil Sie vorhin gemeint haben, bei den Händlern, dass das Nicht-Mitwirken strafbar ist. Reicht es sozusagen, wenn ich ein Schild aufhänge, der darf rein, der nicht, aber ich muss nicht kontrollieren, bin ich damit dann sozusagen beim Mitwirken dabei? Und Sie haben den privaten Raum angesprochen, aber wenn ich noch einmal fragen dürfte, wenn es bei einer privaten Zusammenkunft da sind dann Ungeimpfte und Geimpfte, sagen wir mal, und es kommt die Polizei schaut rein oder der Nachbar hat angerufen wegen Lärmbelästigung, was auch immer. Wer wird dann angezeigt? Derjenige, der ihn reingelassen hat, den Ungeimpften, oder der Ungeimpfte, der
dort war. Dankeschön. Das ist zweimal 10 Tage genannt worden. 10 Tage kann maximal der Hauptausschuss des Nationalrates, oder ich kann maximal 10 Tage eine Verordnung machen, die jedes Mal der Hauptausschuss des Nationalrates bestätigen muss. Das werden wir heute machen. Heute wird der Hauptausschuss des Nationalrates tagen und die Verordnung, die ich vorlege, bestätigen. Damit gilt sie 10 Tage. 10 Tage ist aber auch ein Zyklus in der Beobachtung. Das heißt, wir wissen, dass wir die 2G-Regelung eingeführt haben, Montag letzter Woche. Hier ist ein Beobachtungszyklus, daher Mittwoch kommende Woche. Und das wird auch der Zeitpunkt sein, wo wir das erste Mal beobachten können, wie effektiv diese Maßnahme war. Wir werden hier weitere Gespräche führen mit Experten, mit den Bundesländern und gegebenenfalls weitere Entscheidungen treffen. Vielleicht darf ich nur ganz kurz ergänzen. Als wir den 5-Stufen-Plan entwickelt haben, das ist ja mit Experten, mit den Bundesländern gemeinsam entwickelt worden, da war ja eigentlich die Stufe Lockdown für Ungeimpfte ab einer Intensivbettenbelegung von 600. Wir halten jetzt knapp über 420, machen jetzt einen Schritt, weil wir anerkennen und sehen, dass es hier ein exponentielles Wachstum gibt. Also das bitte auch in die Rechnung oder sozusagen in die Bewertung mit einziehen. Ja, wir reagieren, wir setzen schon ein Drittel früher eigentlich, wenn ich sozusagen die Intensivbetten jetzt in Betracht ziehe, diese einschneidenden, diesen drastischen Schritt, wie es auch der Gesundheitsminister bezeichnet hat. Also das sollte man auch nicht ignorieren. Also zum einen ist festzuhalten, dass es sowohl mit den Sozialpartnern als auch mit den Gesundheitsbehörden hier dann ganz klare Empfehlungen gibt, wie die Regeln jeweils einzuhalten sind. Die Polizei schreitet ja ein in Unterstützung der Gesundheitsbehörden. Das heißt, sie beruht immer auf der Verordnung und dann, wie die Verordnung genau formuliert sein wird, dementsprechend ist auch dann vorzugehen. Das ist das eine. Das andere ist, Sie haben einen Bereich angesprochen, der sehr sensibel ist. Das ist der in den, wie gesagt, schon eigenen 4 Wänden. Wann kann da polizeiliches Einschreiten überhaupt notwendig werden? Dann, wenn es eine Anzeige gibt, zum Beispiel wenn Gewalt in der Familie im Spiel ist, wenn eine Lärmbelästigung angezeigt wird, dann muss die Polizei dieser Anzeige nachgehen. Dann kommt es zur Kontrolle. Und wir haben jetzt schon gesagt, bei jeder Kontrolltätigkeit eines Polizisten und einer Polizistin wird der 2G-Status kontrolliert. Und da habe ich dann die Handhabe, wenn ich dann feststelle, dass in der Wohnung Menschen aufhältig sind, die sich dort nicht aufhalten dürfen, weil ja auch die Gesundheitsbehörde genau festschreibt, mit wie vielen Personen sich solche Menschen, die nicht geimpft sind, tatsächlich treffen darf, dann kann auch dementsprechend gehandelt werden. Also nur damit Sie eine Dimension haben, bei einem Verstoß gegen die Ausgangsbeschränkung, auch da ist der Strafrahmen wieder sehr hoch, kann es bis zu 1.450 Euro Geldstrafe geben. Gut, da hinten war noch eine Frage. Vergangenes Jahr standen wir ja vor derselben Herausforderung. Im Herbst gab es eine Stabilität der Zahlen, die Maßnahmen wurden auch gelockert. Im Herbst kam dann ein Lockdown nach dem anderen. Hat man die Situation heuer falsch eingeschätzt? Wäre es vielleicht besser gewesen, bereits im Sommer zu handeln, vielleicht sogar die 2G-Regel und auch die Maskenpflicht einzuführen? Ich habe das, wenn ich als Erster beantworten darf, schon in der Vergangenheit gesagt. Wenn man sich jetzt zurückerinnert an den Sommer, ganz offen, hätten wir damals 2G eingeführt, aus dem blitzblauen Himmel. Die Maßnahme wäre nicht akzeptiert worden. Die Menschen hätten sich nicht daran gehalten. Wir müssen auch überlegen, dass wir Maßnahmen setzen, die sozial verträglich sind, im Sinne, dass die Menschen sie auch einhalten, sie mittragen. Wir können nicht an jeder Straßenecke einen Polizisten hinstellen oder jemand von der Gesundheitsbehörde. Das ist undenkbar. Das wollen wir auch zudem auch gar nicht. Das heißt, wenn man jetzt sagt, hätten wir nicht schon im Sommer damals 3G am Arbeitsplatz und 2G machen können, sozusagen für Freizeitgestaltung, ist meine klare Antwort nein, weil es wäre nicht mitgetragen worden. Mann, bitte. Einmal ganz kurz nachfragen, wegen dieser Kontrollen zum Beispiel auch nochmal im Handel. Sie haben ja gesagt, es werden Strafen fällig für die Kundinnen und für die Betreiber. Jetzt ist es aber so, die Kundin kommt aus dem Geschäft, dort wird sie kontrolliert. Jetzt hätte aber der Betreiber dann eigentlich vorher schon im Geschäft kontrollieren müssen, weil der nicht wissen kann, wer zu ihm kommt, wenn er dort nicht fragt, sind sie getestet, also jetzt nur mehr geimpft und genesen. Das heißt, im Prinzip müsste aber jede Boutiquenbesitzerin, jede Verkäuferin in Zukunft das auch von ihren Kundinnen und Kunden abfragen, oder? Also wir gehen immer auf praxisnahe Lösungen. Und wenn ich jetzt an ein kleines Geschäft denke, wo ein Betreiber drinnen steht und mehrere Kundschaften hat und eine andere Kundschaft gerade das Geschäftslokal betritt, wird das operativ nicht möglich sein. Das heißt, die Polizei geht so vor, dass sie sagt, wer hält sich einmal grundsätzlich in dem Geschäft auf?
Darf der da drinnen sein, ja oder nein? Hat der Betreiber verhältnismäßig gehandelt, so darauf zu achten, dass die Regeln eingehalten werden? Und dann in Abwägung all dieser Schritte gibt es dann auch den sogenannten Strafenkatalog. Es hat bisher und war bisher immer so, dass die Polizei sehr umsichtig und klar so vorgegangen ist, wenn Einsicht besteht, einmal nicht gleich zu strafen. Das Entscheidende ist, dass gerade bei denen, die nicht geimpft sind, die Klarheit herrscht, dass sie eben nicht in den Handel gehen dürfen, sondern dass sie dazu berechtigt sind, die Mittel des täglichen Bedarfs zu beschaffen, in die Apotheke zu gehen, aber darüber hinaus eben nicht. Sie sind nicht berechtigt, in die Gastronomie zu gehen. Wenn ich jetzt aber jemanden dabei erwische, dass er Zusammenkünfte organisiert und das sozusagen auch gerade für Nichtgeimpfte und das gewerbsmäßig macht, dann gibt es schwere Strafen für beide. Das geht dann bis zu 30.000 Euro sogar. Das heißt, es geht da in diesen polizeilichen Einschritten sehr stark um die Umsicht. Und das Wichtige ist, dass die, die nicht geimpft sind, wissen, dass wenn sie beim Betreten eines Geschäftslokals, wie auch immer, dann tatsächlich von der Polizei erwischt werden, im wahrsten Sinne des Wortes, dann bei Einsichtsfähigkeit jetzt am Anfang der Phase Abmahnung, bei Uneinsichtigkeit Strafe. Und das wird sich dann immer weiter erhöhen, dieser Druck. Auch in dem Vollzug sozusagen dann der Anzeigen und dann der Organstrafmandate etc. So, langsam müssen wir zum Ende. Ah, Entschuldigung. Einen Punkt anbringen, der mir noch wichtig ist, weil es in der Diskussion immer wieder aufkommt, hätte man nicht. Wir reden hier von nicht unerheblichen Eingriffen in die Grund- und Freiheitsrechte von Mitmenschen. Das gibt es nicht auf Vorrat. Ich erwarte eine Situation im Frühjahr, daher mache ich jetzt schon einen Eingriff. Das sind sehr enge Grenzen gesetzt. Das müssen wir uns immer wieder bewusst sein, dass es hier auch eine verfassungsrechtliche sozusagen Dimension gibt. Und gerade wenn wir jetzt hören, es gibt Strafen und so weiter, eine Maßnahme zu setzen, dann, um sie nicht zu sanktionieren, weil man kann ja noch nicht den Eingriff sanktionieren, wäre erst recht zahnlos. Also man muss sich auch diese verfassungsrechtliche Dynamik bei Eingriff in Grund- und Freiheitsrechte immer mitdenken. Die Frau Striebel, bitte. Ja, an den Herrn Mückstein noch einmal. Bei Wien heute, bei meinen Kolleginnen und Kollegen, war gestern eine Pflegerin aus der Klinik Ottergring zu Gast und die hat sich beklagt, dass der Bonus für Pflegekräfte noch nicht ausbezahlt worden ist. Jetzt sagt die Politik immer wieder, wie toll die Ärztinnen und Ärzte und das Pflegepersonal diese Krise meistert. Aber wäre es nicht angebracht, dass dieser Bonus langsam ankommt? Das wäre dringend angebracht. Das sehe ich auch so. Wir haben schon im Oktober die Aufgaben von meinem Haus erledigt. Das heißt, wir haben die rechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen der Bonus ausgezahlt werden kann, fertiggestellt. Die Auszahlung selber folgt durch die Länder. Was mir bekannt ist, sind die Auszahlungen sehr weit fortgeschritten und ich hoffe, dass das ein Einzelfall ist. Gut. An dieser Stelle. Gut, eine letzte Frage und dann müssen wir schließen. Ich hätte noch eine Frage. Alle drei Herren haben von der Einigung mit den Ländern gesprochen. Jetzt ist die Verordnung ja schon gestern Abend veröffentlicht worden bei der heutigen Videokonferenz. Was genau ist dann noch geeinigt worden? Weil es ist ja genau das, was Sie heute verkündet haben, schon seit gestern stand es schon fest. Ist nicht veröffentlicht worden. Also vielleicht kann ich nur sozusagen, juristische Verordnung wurde nicht veröffentlicht, was geschieht in solchen Fällen, was üblich ist. Man hat es mit den Parteien, die im Hauptausschuss vertreten sind, natürlich geteilt. Das ist sozusagen demokratiepolitischer Usus. Dass das dann gleich an die Medien geht, ist ein anderes Thema, das aber nicht sozusagen unseres ist. Dass selbstverständlich die Absprache heute mit den Landeshauptleuten stattgefunden wird und es offen war, ob wir noch den einen oder anderen Punkt ändern, ist klar. Und natürlich ist das auch ein laufender Dialogprozess. So wie wir schon gesagt haben, wir werden uns in Kürze wieder zusammensetzen mit den Landeshauptleuten. Wir sind in einer schwierigen Situation und ich glaube, dass wirklich enge Zusammenwirkung Bund, Länder und das wirklich auch funktioniert, wo wir sozusagen den Rahmen zur Verfügung stellen, die Unterkante zur Verfügung stellen und die Länder in der Kenntnis der regionalen Situation und dann eventuell noch Einzelmaßnahmen draufsetzen, das glaube ich ist sinnvoll und dieser Dialog wird fortgesetzt werden.